herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir gehen heute wieder auf meine kreative Baumap und bauen heute mal wieder ja etwas Kleines, aber Feines. So, wir warten kurz, bis die Map geladen ist. So, wir fliegen hier zu unserer kleinen Wüstenlandschaft und wir bauen heute wieder etwas, was passend hier hingehört. So, wir brauchen Sand, Sandstein, wir brauchen einen Goldblock, wir nehmen irgendeinen weißen Block, wir nehmen Quarz dazu, weil davon gibt es auch die Quarztreppen. Ich habe es mal wieder auf Deutsch gestellt. Wir nehmen den Purpurblock. Natürlich wieder Leaves. Und den Rest machen wir dann. So, wir fangen einfach mal an. 1, 2, 3, 4, 5. Und natürlich noch die Sandsteintreppen dürfen wir nicht vergessen. Die haben wir hier. Eine dahin. Eine dahin. So, drei frei. Wieder, es müssten sieben Blöcke sein. Drei, vier, fünf, nee, sechs. So, und das wird oben wieder schön verbunden. So, dann wieder drei frei. Nochmal sechs hochbauen. Die Treppen wieder hinsetzen. Die waren zu hoch. Die waren etwas zu hoch. So, miteinander verbinden. Dann. Ups. Naja, ist egal. Da kommt ja dann Sand hin. Eins, zwei, drei. Hier kommt einer hin. Eins, zwei, drei. Hier kommt einer hin. Hier bauen wir wieder schön hoch. Drei frei. Ein Block, drei frei, ein Block. Die bauen wir auch wieder komplett hoch. So, dann kommen wieder die Treppen. Ja, vom Platz erreicht das. So, hier drei frei und nochmal hochbauen. Und das gleiche Spiel hier hinten. 1, 2, 3. Und die Treppen. So, und der Rest wird zugebaut. So, der hier wird bis hoch gebaut. Das wird alles miteinander verbunden und dann kommen hier nochmal die Treppen hin. So. Jetzt muss ich gerade selber mal gucken. Ja. Hier wird es miteinander verbunden. Hier kommt überall Sand dazwischen. Die Musik ist mir gerade etwas zu laut. So, hier kommt natürlich auch Sand hin. Und hier dazwischen. So, hier verbinden wir das wieder, aber nicht komplett zumachen. So.
Hier kommt natürlich das Dach hin. Schalte ich aus. Der nervt nämlich. So, hier wird natürlich komplett zugebaut. Ja, hier können wir das wieder machen. Das war der falsche Block. So, hier wird es auf 2 Blockhöhe gebracht. Für mich ist die Musik gerade etwas zu extremst laut. Wenn ihr jetzt in-game nichts mehr hört, dann tue ich natürlich Musik einblenden, also selber mit reinschneiden. So, jetzt ziehen wir den Boden rein. So, dann tun wir das hier oben noch kurz verbinden. So, jetzt könnt ihr euch überlegen, ob ihr hier Fenster reinmacht oder nicht. Ich werde gleich versuchen, welche hier rein zu machen. Ja. Das ist mir hier gerade echt zu extrem. So. Dann hier nochmal. Hier bauen wir ein größeres Fenster rein. Da brauchen wir noch die Steinstufe, Sandsteinstufe. So. Natürlich nicht vergessen auszuleuchten. So, den Sand brauchen wir erst einmal nicht. Wir brauchen aber nochmal die Sandsteinstufe, die wir hier hinsetzen, dass man auch den Raum betreten kann. Ich baue jetzt hier noch ein paar Stützpfeiler hin. Sieht auch besser aus. So, Goldblock kommt erst einmal weg, den brauchen wir eh ganz zum Schluss. Dann nehmen wir uns Bücherregale. Setzen die hier dazwischen. So, das wäre der erste Teil. Bücherregale brauchen wir keine mehr. Jetzt kommt... Jetzt muss ich kurz gucken. Hier noch eine zweite Schicht drauf. Das soll ja den anderen Häuschen hier sehr nahegetreu entgegenwirken. So. Dann kommen hier in die Ecken überall die der Purpurblock hin. Und dann natürlich mit diesen Stützpfeilern hier auch noch. So, der da hinten kommt wieder weg. Den brauchen wir nämlich nicht. So, auf die Purpurblöcke kommen Sandsteinblöcke. Auf die Sandsteinblöcke kommen Fackeln. Ich habe gesagt, da drauf. So, dann kommen hier natürlich wieder die
Blätter hin. Ja, hier auch. So. Hier hinten kommen auch noch mal welche hin. Auf diese Seite kommen auch noch mal Dreier. So, dann wird hier wieder ein kleines Häuschen drauf gebaut. Ja. Jetzt muss ich selber gucken, das muss mittig alles sein. So. Und so, da kommen einfache Türen hin. Da könnt ihr euch selber aussuchen, was für welche. Ich nehme jetzt einfach mal Fichtenholztüren. So. Hier drinne kommen Purpurblöcke hin. Und die Tür muss natürlich eins nach hinten gelegt werden. Denn die soll mit den Purpurblöcken connecten. So. So, hier die Fackel kommt weg. Die kommen weg. Na, hier kommt noch eine Reihe drauf. Jetzt muss ich gerade selber überlegen. Die kommen hier hin. Dann kommt hier zwei Blöcke. Dann so. Und das alles miteinander verbunden. Das gleiche Spiel hier drüben. So und so. Genau. Hier hinten könnt ihr euch wieder selbst entscheiden, ob ihr drinnen Purpurblöcke setzt und größere Fenster drum oder ob ihr das einfach mit Sandstein zubaut und versucht hier ein Fenster reinzubringen. Ich persönlich baue hier wieder so ein kleines Fenster ein. Und hier auch. So. Dann wird das hier zugebaut. So, nicht vergessen ausleuchten. Wobei hier drinnen eigentlich gar keine Mobs spawnen dürften. So, dann wird nochmal eine Reihe gezogen, was auch gleichzeitig die Decke mit ist. Dann kommt eine Reihe Purpurblöcke. So, dann brauchen wir die Stufen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
1, 2, 3. Das geht dann einmal so im Kreis umher. Überall, wo freigelassen wurde, kommt ein normaler Sandsteinblock hin. So, überall da drauf kommen dann Fackeln. So, dann der Quarzblock wird hier oben einmal mittig platziert und dann in einem 3x3 Block gesetzt. Dann kommen die Purpurblöcke wieder dazu. Dann wieder die Quarzblöcke. Und dann die Quarztreppen. So, da kommen einmal Quarzblöcke wieder drauf. Und darauf wieder die Quarztreppen. Hier drinnen kommen wieder Blöcke rein und dann oben drauf wieder die Quarztreppen. Halt wie wir es da drüben mit dem Sandstein haben. So, oben drauf ein Quarzblock. Und zu guter Letzt natürlich der Goldblock und eine Fackel, damit dort oben kein Mob spawnt. Und dann wären wir auch schon fertig. Stopp, hier habe ich mich verbaut. Ah, gut, dass ich das noch gesehen habe. Da haben wir die Treppen. So. Weather clear. So. Dann kann man sich natürlich noch überlegen, wo man hier am besten Fackeln hinsetzt, damit alles schön ausgeleuchtet ist. Und das war's aber mit unserem kleinen Wüstenhäuschen, wie auch immer, einrichten könnt das dann natürlich alleine, wenn ihr es nachbauen wollt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. So, noch kurz zurückfliegen. So, und bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.